Best Player von Wacker Thun ist auch unterwegs. Damien. Schnell ein Mikrofon weg zu Damien. Nimm uns mit in die Partie, der gewinnt mit einem Goal. Wie hast du das erlebt? Ja, schwierig zu sagen. Es war extrem intensiv. Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich einen soliden Start angelegt, nach den ersten paar Minuten, wo wir ein bisschen Mühe hatten. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir eigentlich wirklich gut dran. Nicht gerade am Dominieren, aber wir haben ein bisschen die Oberhand können gewinnen. Und ja, und dann haben wir uns ein bisschen schwierig da vorne. Hinten hat so ein Goal zu einfach kassiert. Und am Schluss hätten wir können denken, ja, so wie immer, gut am Spielen. 53. Minute ist, glaube ich, Timeout. Wir sind minus 1, das erste Mal wieder seit gefühlt halbe Ewigkeit. Und dann hat es einfach Herz gebraucht von der Mannschaft. Wir sind nachher, haben uns nicht lassen, stabilisieren, wir sind einfach voll drin. Wir haben die Goal gemacht, wir haben die Verantwortung übernommen vorne. Hinten haben wir ein paar wichtige Paraden und am Schluss gewinnen wir so ein Spiel mit einem Goal. Und das tut es einfach so gut, weil wir brauchen es und ich mag es der ganzen Truppe mega gönnen. Und ja, es ist einfach schön, nachdem wir so ein schwieriges Spiel wie letzte Woche hatten, dass wir so ein Spiel vor so Kulissen, heute sind gefühlt noch mehr Leute gewesen als letzte Woche, obwohl wir schon richtig auf die Fresse gefallen sind letzte Woche und das bedeutet mir mega, mega viel. Man sieht, was es bedeutet, Flavio wirklich kommt. Man sieht so, was es den Zuschauern bedeutet, die Hallen füllen. Jetzt ist so die richtig heiße Phase angebrochen. Noch 5 Spiele für den Sprung zu schaffen aus den roten Plätzen. Ist das der Startschuss? Ja, hätte ich schon gesagt, ja. Am liebsten hätten wir ein bisschen früher damit angefangen, aber jedes Spiel gehen wir voll drin. Wir wissen, wir können gegen jede Mannschaft Punkte holen. Aber wir haben auch gesagt, dass wir gegen jede Mannschaft verlieren können. Und darum, es braucht wirklich alle, jeder von uns, jeden Match. Wir müssen einfach wirklich bis mit dem Kopf in das Goal reingumpen und jedes Mal wirklich alles investieren, jedes Spiel. Und wenn es daheim so funktioniert wie von den eigenen Zuschauern, ist einfach ist wunderschön. Aber also jetzt können wir uns ein bisschen freuen. Ich glaube, nächste Woche kommt wieder ein ganz wichtiges Spiel auf uns. Und darum, ja, ein bisschen geniessen und dann geht es weiter. Und, wir haben das Ziel und werden alles machen, dass wir das erreichen. Du sagst es St. Otmar auswärts nächste Woche. Viel Erfolg, viel Spass. Merci, Damien.